Leute, ihr verteilt den ganzen Sand überall! Ihr solltet abhauen und euch was Schönes in den Tropen suchen. Nice. Ich sollte mir jetzt den Kristall ansehen. Jetzt werde ich ihnen folgen. Herausfinden, wer sie sind. Ich lande in dieser verlassenen Schule in Harlem. Und ich fange schon an, das zu bereuen. Marco muss sich in all der Zeit sehr allein gefühlt haben. In die Ecke gedrängt. Das kenne ich. Hey, wie geht's? Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich mit Gloria geredet habe. Feast wird morgen einen Spenden-LKW für Mays restliche Sachen zum Haus schicken. Ah, ich glaube nicht, dass ich bis dahin alles durchgehen kann. Kannst du das absagen? Ich verspreche, ich werde alles selbst spenden. Sobald ich... Keine bösen Jungs hier. Vielleicht haben sich Miles und Genki geirrt. Hey, ich bin auf der Brücke. Aber keine Spur von unseren mysteriösen Safari-Piraten. Oh Mann. Und wir waren uns so sicher. Sorry, dass alles umsonst war. Kein Stress. Wir finden sie. Einfach wegschmeißen? Macht man nicht. Okay. Was zum... Alrighty. Ah. Arachnid, komm schon! Ouch. Wie ist dein Boss an diese Art von Technik gekommen? Ein echter Jäger weiß, wie man sich paart. Sag doch einfach, ich weiß es nicht. Boah, versteht diese Salve, noch eine Salve! Alter. Alter! Keinen drin! Du musst da weg! Alter. Striker, danke für den 28. mit Prime. Ist immer noch eine 10 von 10? Ich find's immer noch sehr, sehr geil, ja. Ultra gut. Arachnid, komm schon! Wie ist dein Boss an diese Art von Technik gekommen? Ein echter Jäger weiß, wie man sich tarnt. Sag doch einfach, ich weiß es nicht. Positionswechsel! Zieh den runter! Aber im Ernst, wohin hat dein Boss Lee und Gargan gebracht? Deine Kriminellen? Nicht weit weg. Sie genießen ihre Freiheit. Das ist gar nicht ominös. Schieße! Ich sollte mich umsehen. Okay, Jetskis.
Vielleicht führt das ja zu Antworten. Okay. So, Vögelchen. Bring mich zu deinem Nest. Das wird mir fehlen, wenn ich bei Emily May bin. Die Stadt ist wie ein einziger Hindernisparcours. Dieser Adrenalinrausch wird nie alt. Wirklich zu forschen. Für echtes Geld. Ich habe es endlich geschafft. Ein fester Arbeitsplatz. Okay, beruhig dich, Parker. Freu dich nicht zu früh. Du kannst später von all diesen Sachen träumen. Zeit zur Verfolgung. Wow, ist das eine Railgun? Und sie funktioniert? Du wirst mir nicht entkommen! Nein! Coole Tarntechnik! Darf ich mir das genauer ansehen? Das heißt wohl nein. Hui! Ich habe jetzt zwei getarnte Orte entdeckt. Auch mein Anzug, der an visuelle Frequenzen identifizieren kann. Schießt ihn runter! Wo steckt euer Boss? Offenbar nicht hier! Ich will mit ihm über seinen Lebensstil sprechen. Du verdienst seine Beachtung nicht. Und Scorpion schon? Ist klar. Er ist da oben. Ich habe ja nichts gegen Kagan. Ich hab ihn nur schon mehrmals fertig gemacht. Und doch verschonst du ihn. Indem ich ihn nicht töte? Ja, töten ist nicht so mein Ding. Einfach alle vom Gebäude werfen. Let's go. Wo ist euer Boss? Noch ein Roboter? Ich könnte etwas ausprobieren. Okay, mal sehen. Sorry, Vögelchen. Für mich ist das auch nicht gerade angenehm. Da müsste doch... Yep. Oh. Oh, ist das dein Zuhause? Komm schon, Vögelchen, lass los! Komm schon! Ich hab diesen Flug nicht gebucht! Easy. Ich schicke den Standort an MJ. Vielleicht findet sie die Grundbucheinträge. Junge, wie hoch wir sind einfach. Wo geht es jetzt hin? Bro, diese Weitsicht ist auch einfach krass. Also. Heavy. Hey, MJ. Hast du die Standortdaten von mir bekommen? Ja, ein alter Supermarkt. Der Besitzer starb letztes Jahr. Das Gebäude wurde verkauft. Warte. Der Käufer. Das ist eine Strohfirma, die überall in der Stadt Immobilien kauft. Ganze Blöcke kaufen die. Ich wollte letzten Monat eine Story über sie schreiben, aber das wurde nichts. Jede Person, mit der ich gesprochen habe, ist verschwunden. Hey, macht euch mal nützlich. Wir brechen demnächst auf. Wer sind diese Leute? Das finde ich raus. Viel Glück. Ich muss die beiden leise ausschalten. Und die anderen Jäger? Die Ansätze stehen und die Kommunikation ist verknüpft. Kann losgehen. Was für ein Jagdrevier. Ich muss einen weglocken. Ja. Wie hat er
Was ich ja ganz geil finde. Ich habe oft das Gefühl, dass. Das ging schnell. Irgendwas gefunden? Zwei Dinge. Diese bewaffnete Gruppe nennt sich Jäger. Und sie sprechen mit Akzent. Internationale Söldner. Das war auch mein Gedanke. Könnte gutes Material für deinen Artikel sein. Ich setze mich dran. Danke. Oh, apropos Arbeit. Ich habe Harry zugesagt. Das ist toll. Wir können später feiern, wenn dein aktueller Job erledigt ist. Unbedingt. Bis dann. Echt viel Ausrüstung. Ich habe oft das Gefühl, ich mache genau den Move als letztes, also bewegungstechnisch, mit dem Spider-Man auch in die Cutscene kommt. Entweder ist es Zufall oder... Es ist darauf angepasst. In beiden Fällen wäre es geil. Und stehen runter. Gefahr, Gefahr. Wo wurdest du rekrutiert? Alaska. Ich hab Wilderer in den Park, aber ich war strenger mit ihnen als mein... Ist jemand da? Du wirst gar nicht ein Spider. Geht es dir gut? Nice. Das sind alle. Was haben sie vor? Da ist das Sicherheitsterminal, okay. Hallo. Ich habe zum zweiten Mal schon Dreieck gedrückt. Hä? Ah, jetzt. Überwachungsvideo des Ansitzes von vorhin. Es gibt wohl noch andere in der ganzen Stadt. Ich schicke das Genki. Er kann bei der Suche sicher helfen. Was jagt Kraven? Und warum? Ja, ist geladen. Ich komme. Moin, Rafa. Hast du auch Hunger? Träum süß. Oha. Oh, für mich? Das ist ja lieb. Alter. Wow. Ui. Oh, stabil und flexibel. Ich könnte... Cool. Dann teste ich mal mein neues Spielzeug. Die Basen sind aktiv. Die Ansätze gesichert. Oha. Funktionieren. Gut. Senkrechtstarter. Fangdrohnen. Munition. Verpflegung. Ein paar Lieferungen fehlt. Was ist denn Dank für den Follow? Ausrüstung als die meisten Armeen. Kraven muss reich sein. Oder einflussreich. Oder beides. Bruce Wayne. Oder wie Jesper sagen würde. Vielleicht.
Name verdient keiner. Was? Let's go. Oh. Es ist die Spinne. Okay. Wohin jetzt? Da unten durch die Tür. Ja. Scheint der einzige Weg zu sein. Otto, danke für den Follow. Forschungslabor? Hey. Tante May war so stolz auf ihre Arbeit bei Feast. Dann hat Lee es ordentlich vermasselt. Hoffentlich waren nicht alle seine Werke verdorben. Ah, die Lee-Masken. Eine Dämonenmaske. Lees alte Gang mit Superkräften. Hoffentlich macht Craven das mit seinen Jägern nicht nach. Craven untersucht Lees Blut. Vielleicht will er herausfinden, woher seine Superkräfte kommen. Oder selbst an sie gelangen. Das ist die Tiare Apetahi. Eine der seltensten Blumen der Welt. Ihr Extrakt hat ziemlich starke medizinische Eigenschaften. Ich wollte sie vor Jahren als Gegengift gegen Skorpion einsetzen. Aber hatte kein Geld für den Flug nach Rayatea? Craven wohl schon. Halluzinogene. Vermutlich das Schlimmste an Scorpions Gift. Wenn Craven sie in seinem Arsenal hat. Oh. Ja, Influencer. Nicht so ein bisschen. Halsschmerzen sind weg, aber. Haben Sie an dieser Rüstung getestet? Und jo. Kein einziger Kratzer? Fast eine exakte Nachbildung. Hat sie wohl auf Schwächen überprüft. Bei Skorpion muss man vorsichtig sein. Moment mal. Oh. Na, sieh mal einer an. Hey, MJ. Ich habe noch einen Namen für dich. Craven. Ist hier wohl der Boss und veranstaltet irgendeine Art Jagd. Craven der Jäger. Was jagt er? Auf jeden Fall hat es mit Scorpion und Lee zu tun. Kannst du dir mal diesen Craven ansehen und Miles darüber Bescheid geben? Schon dabei. Pass auf. Wie wär's damit? Die Mähne, die Craven trägt. Kennst du ihre Geschichte? Nicht, dass ich wüsste. Es war in einer Mine bei Tsavo. Ein wilder Löwe hatte fast 100 Arbeiter getötet. Craven war noch jung und rauchlustig und hatte das Tier nach nur wenigen Stunden aufgespürt. Doch als er ihn schließlich erreichte und seine Klinge zückte, war der Löwe stärker, schneller und listiger. Nur durch reines Glück gelang ihm der Todesstoß und dieses Gefühl kurz vor diesem Moment. Ich kenne es. Craven war dem Tod nie so nah gewesen. Und wie ein Bluthund jagt er einen Mörder, die nach dem Tod riechen. Genauso wie der Löwe. Stimmt was nicht mit dir? Oh oh. Yeah.
da schon los? Later. Ich brauche Antworten, nicht ständig noch mehr Fragen. Das könnte klappen. Okay, Craven, wonach suchst du? Moment. Scorpion und Lee auf einer Jagd kann ich verstehen. Aber Black Cat ist eine Diebin. Ich verstehe. Mit dem Benehmen gewinnst du keine Hundeschau. Brava und Puma, Roboter. Hui, let's go. Neuer Gegnertyp. Die Zähne haben's in sich. Fuß, umdrehen, stell dich tot! Endlich! Ich hab mich schon gefragt, wann der Tierschutz aufkreuzt. Oh, ich kann gewisse Sachen nicht benutzen gerade. Die L1-Fähigkeiten. Muss ich das kaputt machen? Warte mal. Eine Frage! Jetzt, wo ihr da seid! Was jagt Craven? Vielleicht kann ich helfen. Bald wirst du niemandem mehr helfen können. Wecken wir? Alter. Es wäre für alle viel einfacher, wenn mich mal jemand aufklärt. Craven sagt, die größte Angst des Menschen. Mir musst du nicht wissen. Also jagt er Misserfolg? Intimität? Clowns? Es sind Clowns, oder? Die braucht doch eh keiner. Hinterher! Hol die da raus. Runter! Yeah!
Was habt ihr bewacht? Scorpion, Martin Lee, Black Cat. Dieser Kraven stellt ein ordentliches Team zusammen. For what? Wir sind wie Shao Kahn hier. Der hat den gerade einfach getötet, oder was? Kann es sein, dass er einfach den Tod sucht? Er will nicht mit Superschurken auf die Jagd gehen? Sie sondern gegen. Beute. Ja. Felicia. Ja, aber dann ist es mit den meisten Superhelden noch kein so großes Problem. Lass das Problem sich doch selbst lösen. Wo bist du? Bist du bereit? Wofür? Ernsthaft? Mein Date ist gleich hier und du surfst im Web? Ma, niemand sagt heutzutage noch im Web surfen. Würdest du dich bitte umziehen? Okay, okay. Du trägst einen guten Lippenstift. Du musst ihn wirklich mögen, hä? Miles? Tut mir leid. Nächstes Mal bin ich wirklich... Miles. Hab dich lieb. Tja. Belastend. Spionage. Aber auch mutig, das so im Zimmer zu haben, wenn dann bald das Date kommt, ne? Hey, ich habe eine Basis von diesen Safari-Piraten gefunden. Oder Jägern, wie sie sich nennen. Und ich weiß, wie ihr Chef heißt. Kraven er. Scorpion umgebracht. Und hat noch eine ganze Liste super Schurken. Warte, was? Heißt das Lee? Ich weiß nicht. Das ist eine lange Liste. Vor diesen Leuten muss Marco uns gewarnt haben. Sie haben Sandman gejagt. Unglaublich. Und Felicia steht auch auf der Liste. Black Cat? Deine Ex? Genau. Sie wird meine Warnung in den Wind schlagen.
Aber vielleicht hört sie auch jemanden, der unbelastet ist. Wenn MJ dir ein paar Adressen mitteilt, könntest du dich dann darum kümmern? Wird gemacht! Danke, Mann. Alter. Ich brauch einen klaren Kopf. Aber melde dich, falls was ist. Und wir werden Lee finden, Miles. Versprochen. Dauert wohl noch, bis MJ der Anruf. Mal schauen, was draußen abgeht. Welches Motiv eigentlich? Ja, das wird gehen. Ein Grill. Okay. Als mein Sohn noch klein war, habe ich bei seiner Baseballmannschaft als Trainer ausgeholfen. Bei jedem Spiel haben die Eltern mehr gemeckert als die Kinder. Ich auch. Myers? Was ist mit der Clubmesse? Bist du unterwegs? Genau, die ist heute. Mr. Atlas wird hier sein. Er hat das beste Musiktechnologieprogramm weit und breit. Und es werden Stipendien vergeben. Ich habe so viele Fragen an ihn. Bin bald da. Let's go. Kein Nachschub für die Jäger. Muss dieser Lieferant wirklich sein? Es ist Not. Ihr packt endlich, um zu verschwinden. Okay. Achtung! Wird noch sehr, sehr lange auf. Boah, ich muss mal die Bonusziele machen. Ist immer verschenkte EP. Hey Miles, ich habe ein paar Adressen, die Pete erwähnt hat, von Black Hats verstecken. Ich bin zuerst unterwegs. Ja, alle umkippen. Danke für das Angebot. Oh, merk dir das. Du bekommst bessere Bilder, wenn du zur Show kommst, Spider-Man. New York hatte schon immer eine lebendige Underground-Wrestling-Szene. Ich war sogar selbst bei ein paar Shows. Diese Kombination aus Theatralik, erstaunlichen Kraftakten und Athletik ist aufregend. Hey MJ, bin auf dem Weg zu dieser ersten Adresse. Danke für das Angebot. Felicia könnte Pete's überrumpeln. Ich weiß, du bist mit deinem College-Aufsatz beschäftigt. Keine Sorge, Spider-Man-Action geht immer. Wir müssen wohl beide an unserer Work-Life-Balance arbeiten. Ich sitze an meiner Story über die Jäger. Könnte mir den Job retten. Aber ihr beide? Was mit Scorpion passiert ist? Die Sache mit Lee? Ich kann mich wegen ihm nicht konzentrieren. Lass dich nicht davon auffressen. Konzentrier dich auf die aktuelle Aufgabe. Das ist nicht alles. Bei der Sache mit Lee bekam ich neue Kräfte. Sie sind blau und seltsam. Mit Spinnenkräften kenne ich mich nicht so aus. Könnte es am Stress liegen? Du machst eine Menge durch. Yo, Chat. Aber du bist nicht allein. Selbst Pete und ich sind uns nicht im Klaren. Ein Schritt nach dem anderen, oder? Wir finden es. Was ich weiß. Geht, Chat?
Danke, MJ. Und Miles, Vorsicht bei Felicia. Du kannst dir nicht trauen, egal was sie sagt. Warne sie vor den Jägern und bring sie aus der Stadt. Verstanden. Ich gebe Bescheid, wenn ich dort bin. Chat, vielen, vielen Dank. Also, Possum, danke dir für den Follow. Und vielen Dank, Dr. Smile, für den Prime-Sub. Borsaru, danke dir für den, fünften. Von der anderen Seite vielleicht? Was heißt blockiert? Das ralle ich gerade nicht. Und vielen Dank, Luis Gravalos, für den 30. schon. Chicken. Gönnst du dir gerade Chicken, oder? Ah. Er sieht das Zeug nur aus. Interessanter Einsatz von den Adaptive Triggern, aber muss eigentlich auch nicht sein. Und wir werden, glaube ich, gebottet. Nice. Gut, mache ich später. Liebe Mods, ganz gut. Ausgehend davon nur was machen? Eigentlich schon, ne? Ah. Ja, stimmt, stimmt. Oh. Du hast mich nicht ernsthaft zu deinem Mist geschickt und vergessen, Lisa zu erwähnen. Ja, moin! Es erinnert mich ein bisschen an Beyond Good and Evil. Da gibt's auch so teilweise Hindernis-Parcours-mäßige Sachen. Übelst geiles Spiel übrigens. Übelst worth it, das mal zu spielen. Das ist richtig gut. Also Beyond Good and Evil, hammermäßig gutes Spiel. Da wären wir. Hä? Welche Taste? Dreieck? Dreieck. Ja, wobei, das waren jetzt auch nicht so viele Follower, oder? Was waren das? 10? Da hat sich jemand keine Mühe gegeben. Steps. Habt ihr das manchmal auch, dass ihr von einer anonymen Nummer mal teils angerufen werdet auf dem Handy oder so? Hey, Onkel! Warum hast du Technik im Wolkenkratzer versteckt? Und dann sagt niemand was und legt einfach auf. Hast du mal vom Braxton-Raub gehört? Nein. Ganz genau. Das war mein erster Mal. Moin, Hoffschorsch. Und auch mein erstes Mal mit deiner Crew. Hey, kann ich zurückrufen? Super. Und moin, Pidorik. Ich bin bei euch, Stunt-Typen so. Danke für den 21. mein Lieber. Geben nicht auf! Bam, Junge. Ah, jetzt. Ja, Chat, sorry, falls ich was verpasse. Auf dem Sandkristall steht mein Name drauf. Ach, nochmal 10. Okay, ja gut. Was waren jetzt 14? Ich finde sie. Und sie warten auf mich. Mit allen möglichen Waffen. Wo zum Teufel bin ich da hineingeraten?
Jäger haben ihn gejagt. Ich verstehe Marcos Nervosität. Cravens Spielzeug macht mir auch Angst. Alright, ich gehe mal ganz, ganz kurz auf den Pipi-Päuschen, und bin sofort wieder da. Pausiere mal ganz kurz die Aufnahme dafür auch. Alright, weiter geht's. Oh, hier haben wir irgendwas gelb eingekreist.